Poesie der Mechanik. Automaten. Wie Fürsten ihre Gäste unterhielten und Feinde beschenkten. Raffinierte Ingenieursarbeit für die Herrschaftshäuser der Welt. Puppenautomaten fürs Kinderzimmer und mechanische Androiden für Silicon Valley. Das Schauspiel im Berner Zeitglockenturm beginnt 3 Minuten vor jeder Stunde, seit 1483. Kaum war im Mittelalter das mechanische Uhrwerk entwickelt, kombinierte man es mit bewegten Figuren. Die Gewichte werden täglich aufgezogen. Sie liefern den Antrieb für die Figuren und die ebenso alte astronomische Uhr. Die astronomischen Monumentaluhren sollten der Stadt auch Ansehen geben und Prestige. Und dazu gehörten natürlich auch Automaten, schöne Automaten, die den Leuten Freude machten und die eben auch die Besucher anlockten. Arbeitsbeginn für Kronos, Herr über die Zeit, also über Leben und Tod. Er zählt die Stunden mit. Oben im Turm schlägt Hans von Tann die Stunden. Auch er ein Automat. Sainte-Croix im Waadtländer Jura. Hier wirkt François Junot als Automatenkonstrukteur und Künstler. Ihn fasziniert es, die Bewegungen von Menschen und Tieren mechanisch abzubilden. Seine Arbeiten sind einerseits in Museen zu sehen, andererseits bekommt er Aufträge von der Industrie und von Privaten. Irgendwie bringt es die Menschen zum Träumen, hat etwas Magisches. Es ist sehr sinnvoll, obwohl es unnötig scheint. Das ist paradox. Zu einem Automaten gehören ein Antrieb und eine Mechanik, die die Bewegungen steuert. Sie ist meist unsichtbar. Man möchte die Seele oder das Gemüt ansprechen. Im Atelier von François Junot werden auch Automaten aus früheren Jahrhunderten restauriert. Meist im Auftrag von Museen. Hier ein Zaubertisch eines Magiers aus dem 18. Jahrhundert. Es ist ganz speziell, Objekte in der Hand zu halten, die vor 200 Jahren entstanden sind. Ich habe Respekt davor und mag das. Ich glaube, sie geben mir Energie für eigene moderne Arbeiten. Die Renaissance war eine Zeit der Erfindungen und Entdeckungen. Federn dienten nun als Antrieb. Tischuhren wurden möglich und mit ihnen auch Tischautomaten wie, um 1640, der geflügelte Löwe aus Süddeutschland. Es ist die Vorstellung, dass diese Automaten gemacht wurden zu einer Zeit, wo es weder elektrischen Strom noch fließendes Wasser gab. Wenn man die Detaillierung anschaut, der Gravuren, aber auch diese Kreativität, diese Formen, das fasziniert mich mehr als das, was heute technisch mit modernen Maschinen möglich ist. Es ist für mich einfach diese unendliche Geduld und dass die Zeit, die man investiert hatte in ein Objekt, völlig unwichtig war. Das Teuerste war immer das Material und eben Zeit war kein Faktor. Die Uhrmacher arbeiteten eng mit Bronzegießern, Vergoldern, Silberschmieden und Ziseleuren zusammen. Wie hier beim Vogel Greif aus Augsburg, der mit dem Stundenschlag überrascht. Die Objekte wurden vom Adel bestellt. Grundsätzlich war es sicherlich auch ein Zeichen von Macht und von Statussymbol.
ähnlich wie man heute quasi Auto verehrt, die ja nicht nur bestimmt sind, von Punkt A nach B zu kommen, sondern sie sollen auch etwas über die Person sagen, die das Auto fährt. Und es waren das sicher die begehrtesten Objekte, die man besitzen konnte. Etwa die Mandolinenspielerin von 1600. Der Gast, bei dem sie anhielt, hatte einen Trinkspruch zu geben. Im Kunsthistorischen Museum Wien beherbergt die Kunstkammer Schätze der kaiserlichen, vor allem habsburgischen Sammlungen. Zur Neueröffnung werden unter anderem auch die Automaten der Renaissance restauriert. Da bekommen die Schuhe der Trompeter eine neue Vergoldung. Sie gehören zum Trompeterautomaten, den der geniale Uhrmacher Hans Schlottheim 1582 in Augsburg gefertigt hat. Bestellt hat ihn Herzog Wilhelm V. von Bayern, als Geschenk für den Habsburger Erzherzog Ferdinand II. Von Tirol. Zwischen den Höfen gab es Spannungen. Da kann ein Geschenk befrieden, vor allem, wenn es eine technische Neuheit war. Das Schöne an dieser Sache ist, dass diese gesamte Mechanik im Inneren verborgen ist. Auf sehr engem Raum wird sowohl die Mechanik, die die Bewegungen der einzelnen Figuren steuert, als auch das Musikspielwerk hineingepackt. Und die Töne der Musik kommen von dieser Programmscheibe. Und in dieser Programmscheibe, das muss man sich so vorstellen wie eine Schallplatte des 16. Jahrhunderts. Also da sind Rillen mit Vertiefungen drin und Erhöhungen. Und diese übertragen praktisch die programmierte Musik auf die Pfeifen, die das Ganze dann spielen. Indem hier eine so große Fülle an Trompetern auf diesem Trompeterautomaten angebracht wurden, sagt der Schenker dem Beschenkten, dein Status ist höher als meiner, weil meine eigene Hofkapelle verfügt gar nicht über so viele Trompeter, wie auf diesem Automat sich befinden. Der Glockenturm wurde um 1580 konstruiert. Die Mechanik lieferte wiederum Hans Schlottheim. Die Figuren fertigte ein Münchner Hofgoldschmied. Es war ein Geschenk des bayerischen Herzogs Ferdinand an den Habsburger Ferdinand von Tirol. Und wieder ist es ein Geschenk mit politischem Hintergrund wahrscheinlich, wo wieder versucht wird, gute Stimmung zu machen, indem auf einen gemeinsamen Venedig-Besuch angespielt wird. Wenn man genau hinschaut, kann man ja erkennen, dass es sich bei diesen Figuren um Figuren der Commedia dell'arte handelt. Und die drei Herzöge hatten in Venedig gemeinsam eine Aufführung der Commedia dell'arte besucht und wahrscheinlich wollte man da an diese schöne Zeit mit erinnern. Man muss sich das in dem Fall aber eigentlich als ein komplexes kleines Theaterstück mit einer ausgeklügelten Choreografie vorstellen. Und am Ende dieser Abfolge würde sich hier unten dann eine Tür öffnen. Das ist der kleine Abschluss und der Witz von dieser ganzen Choreografie. Alle Höfe hatten Gesandte in der blühenden Handelsstadt Augsburg. Sie meldeten, was sich an Ingenieurskunst und Moden tat, und bestellten. Man weiß zum Beispiel auch, dass viele dieser Augsburger Automaten für die sogenannte Türkenverehrung angefertigt wurde. Das waren eine Art Abschlagszahlungen, die den der türkischen Hohen Pforte geleistet werden mussten. Und da hat man sehr häufig solche Automaten verschenkt, weil man gewusst hat, dass die osmanischen Herrscher sehr erpicht darauf waren, solche zu bekommen. Kaiser Rudolf II. Von Habsburg bestellte für sich selber den Schiffsautomaten, 1585. Auch bei Hans Schlottheim. Ein Symbol der Expansion und der Entdeckerlust. Es ist ein Tafelaufsatz. Er stand mitten auf dem fürstlichen Tisch.
Viele dieser Automaten hatten eine Art Timer, eine Art Weckmechanismus, der um einige Stunden im Voraus eingestellt werden hat können. Und zu einer bestimmten Uhrzeit begann sich dieses Schiff dann wie von Geisterhand, wie von alleine über den Tisch zu bewegen, Musik zu spielen und zum Schluss noch eine Kanonensalve abzugeben. Also der Eindruck, den man hatte als Tafelgast, als Tafelbesucher, muss ein überwältigender gewesen sein. Und der Gastgeber, also in dem Fall der Kaiser, konnte damit natürlich beeindrucken und seine Stellung untermauern. Das gelang sicher auch dem Gastgeber mit seinem Triumphwagen mit Minerva, angetrieben von einer Feder. Die Musik ist auf der Trommel mit Stiften gespeichert. Da treffen Wissenschaft und Kunst aufeinander. Und die Renaissance ist ja die Zeit, in der auf die Naturwissenschaft wieder ganz stark Bezug genommen wird und auch auf die Antike Bezug genommen wird. Und beides findet sich eben auch in diesen Automaten dann wieder. Antike Figuren und Wasserspiele bezaubern auch in Hellbrunn bei Salzburg. Zu Füßen Neptuns sitzt das Germaul, ein Wasserautomat, seit 1615. Aber schon vor über 2000 Jahren haben Griechen Automaten entwickelt, etwa sich öffnende Tore dank Wasser und Druck. Der Erbauer des Lustschlosses Hellbrunn, Erzbischof Markus Sittikus, wollte seine Besucher verblüffen und unterhalten. In der Vogelsanggrotte hört man Vögel, sieht aber keine. Die Mechanik verbirgt sich hinter der Mauer. Der Blasebalg für die Vogelpfeifen wird durch ein Wasserrad angetrieben. Ein zweites Wasserrad bewegt die Orgelwalze. Die Stifte öffnen ein Ventil, wodurch Luft ins Röhrchen bis zum Wasserbehälter geblasen wird. 11 Vögel pfeifen. Ein drittes Werk verteilt das Wasser auf die Meeresfiguren und lässt sie zirkulieren. Um 1750 war Hellbrunn noch immer im Besitz eines Erzbischofs. Man modernisierte den Garten und ließ ein mechanisches Theater mit Musik bauen. Es stellt das Salzburger Stadtleben dar, mit allen Berufen. Über 200 Figuren sind es, geschnitzt aus Lindenholz. Den Auftrag bekam ein Bergarbeiter, der schon Erfahrung hatte im Krippenbau. Der hieß Lorenz Rosenecker. Und der hat es in 2 Jahren erbaut und hat aber einen Gehilfen schon gehabt. Hat aber da sehr viele Probleme mit seinen Arbeitgeber gehabt und ist dafür auch einmal in das Gefängnis gekommen und ist aber nachher, weil er doch der Einzige war, der was fertig machen hat können, wieder rauskommen und hat das machen müssen, doch wieder. Ihm ist das Budget aus dem Ruder gelaufen. Die ganze Technik ist unter dem Figurenspiel angebracht. Auch hier liefert das Wasser den Antrieb für alle Räder, für die Bewegungen der Figuren und für die Orgel. Die Orgel spielt 3 Stücke. Das Werk ist aus Fichte und Lärche gefertigt. Einmal pro Woche werden die Räder geschmiert und in der Winterzeit, wenn der Garten geschlossen ist, überholt man alles. Dieses mechanische Theater im Schlosspark Hellbrunn ist weltweit der größte mit Wasser betriebene Figurenautomat.
Neuenburg. Das Museum für Kunst und Geschichte beherbergt Androiden aus der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts. Menschenähnliche Wesen, geschaffen von Uhrmacher Pierre-Jacques Hédreau und seinem Sohn. Sie waren nicht die ersten und nicht die einzigen, aber vielleicht die raffiniertesten ihrer Zeit. Die Klavierspielerin spielt die Töne, die sie antippt. Dafür sorgt eine raffinierte Mechanik in jedem Finger. Fünf Orgelmusikstücke hat Sohn Henri-Louis eigens dafür komponiert. Vier mechanische Uhrwerke sorgen für die Bewegungen und eine Stiftwalze steuert die Musik. Man war in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts, also mitten in der Zeit der Aufklärung. Man interessierte sich für Illusionen, für die Imitation des Menschen und der Natur. Da erstaunt es nicht, dass Uhrmacher wie die Jacques Hédreau Automaten schufen. Der Zeichner. Die Jacques Hédreau haben 4 Jahre in die Entwicklung von 3 Androiden investiert. Sie waren in ihrer Präzision und Ausstrahlung eine Weltneuheit. On raconte que dès qu'ils ont été Als die Automaten im Jahre 1774 in La Chaux-de-Fonds der Bevölkerung gezeigt wurden, waren die Straßen verstopft von Kutschen und Schaulustigen. Nach diesem Erfolg haben die Jacques Hédreau beschlossen, mit den Automaten zu reisen. Zuerst nach Genf und Lausanne, dann an den Hof von Versailles und nach England. Henri-Louis Jacques Hédreau particulièrement est parti dans toute l'Europe. Henri-Louis Jacques Hédreau bereiste ganz Europa mit den 3 Automaten. Er führte sie vor und verkaufte seine Uhren. Man könnte sagen, die Automaten waren ein ausgezeichnetes Werbemittel. Nach erfolgreichen Reisejahren verkaufte man sie in Spanien. Das Programm für die Zeichnungen befindet sich auf Nockenscheiben. Jeweils 3 Scheiben werden abgetastet. Für auf und ab, vor und zurück, rechts und links. Eine komplexe Mechanik mit rund 3000 Einzelteilen, angetrieben von Federn. Die Androiden haben manche Poeten und später Filmemacher inspiriert. Im Atelier von François Junot wird ein Vogelkäfig von Jacques Hédreau von 1780 restauriert. Es ist eine jener Pendülen, die er von seinen Ateliers in La Chaux-de-Fonds und Genf aus an die europäischen Höfe verkauft hat. François Junot konstruiert auch Androiden nach dem Vorbild der Jacques Hédreau. Ein Jahr lang hat er dafür einen Prototyp für die Modelle entwickelt. Auch er verwendet Nockenscheiben, deren 3 abgetastet werden. Ist er mit der Präzision zufrieden, verkleinert ein Pantograph alle Teile und sie werden aus Messing hergestellt. Er fertigt nicht Computermodelle, sondern technische Zeichnungen an. Die Winkel müssen genau stimmen, sonst nimmt der Arm die Bewegungen der Scheibe nicht gut ab. Sein 9. Android wird Leonardo da Vinci sein, der selber im 15. Jahrhundert Automaten entwickelt hat. Alles wird in Sainte-Croix gefertigt, die Körperteile in der eigenen Gipserei. Die ersten 6 Androiden sind von Japanern bestellt worden. Sind sie Roboter? Ein Roboter ist eine Maschine, die das tut, was man selber nicht tun möchte. Sie hat keine Seele.
Ein Automat ist viel poetischer. Da entsteht eine Emotion. Es bewegen sich Augen, es atmet, hat eine Geste, eine Bewegung. Puschkin ist sein siebter Android. Er zeichnet wie der russische Künstler und schreibt Gedichte nach dem Zufallsprinzip. Er hat 1400 Wörter aus dem Vokabular des Poeten zur Auswahl. Und je nach Gedicht zeichnet er das passende Bild. 7 Jahre Arbeit stecken darin. An der Präsentation interessierten sich viele Ingenieure der Robotik dafür. Puschkin wurde von einem Elektronikunternehmer im amerikanischen Silicon Valley in Auftrag gegeben. Il s'intéresse énormément aussi à des produits plus anciens. Sie interessieren sich für ältere Ideen, weil es in heutigen Produkten keine Dauerhaftigkeit gibt. Alles geht kaputt. Ich habe mit meiner Arbeit eine Chance. Die Leute kaufen Androiden, weil sie für ihre Kinder und Enkel etwas möchten, das überlebt. Le Locle. Hier entstehen seit 3 Jahrhunderten Uhren. Davon zeugt das Museum. Aber auch von Automaten, die der Schriftsteller und Sammler Maurice Sandeau zusammengetragen hat. Es sind Meisterstücke aus der Zeit von 1750 bis 1850. Die Raupe kreierte um 1800 wahrscheinlich Henri Maillardet in Genf oder London. In jener Zeit wollte man die Menschen überraschen. Man ließ sich von Tieren wie Raupen, Fröschen und Mäusen inspirieren. Die Pendulette schuf Jacques Hédreau 1785 in Genf. Dort gab es brillante Emailleure, Edelsteinfasser, Goldschmiede. Die alte Frau entstand um 1820 in London. Fast alle Automatenbauer hatten eine Filiale in London. Von dort aus eroberten sie den Weltmarkt. Es war wie heute. Man sagte, es sei aus London, weil das schick war. Aber das meiste wurde in Genf gefertigt, kam dann nach London und wurde von dort in andere Länder verschickt. Der von 3 farbigen Goldblumen umrahmte Spiegel aus Genf ging in die Türkei. Auf der Rückseite ist die emaillierte Darstellung des Bosporus. Man passte sich an. Der Schminktisch aus London ging nach China. Solche Unikate leisteten sich Herrscher im Nahen und Fernen Osten oder der europäische Adel. Zur zweiten Melodie springen Fische aus dem See. Wir belassen die Objekte möglichst in ihrem Originalzustand, damit auch zukünftige Forscher sie studieren können. Im Innern der Tabakdose wechselt sogar die Farbe des Lichts. Dieses Carnet de Bal ist ein Highlight an Präzisionsmechanik, Kunsthandwerk und Kreativität. Der unbekannte Genfer Meister baute 1810 sogar 3 Fächer ein. Für das Parfum, für den Schlüssel und selbstverständlich eines für die Zeit. Auch Taschenuhren beginnen bewegte Geschichten zu erzählen, wie die mit Moses, der die Israeliten speist, aus La Chaux-de-Fonds 1807.
Ab 1860 bekam auch das Bürgertum Automaten. Denn Werke und Musikdosen konnte man nun serienmäßig herstellen. 7 Pariser Familien produzierten in kleinen Fabriken hunderte unterschiedlichster Modelle. Annette Bayer hat solche Automaten gesammelt und ein Buch verfasst. Die Pianistin aus dem Hause Vichy von 1865 spielt einen Walzer von Mozart. Ihr Gesicht ist aus Porzellan, die Augen sind mundgeblasen. Sie sind in kleiner Auflage gefertigt, mit Witz und Fantasie. Sorgfältig hegt Annette Bayer die Originalkleider. Und die Mechanik muss laufen, wie beim Raucher von Lambert 1870. Puppenautomaten nennt man sie. Jetzt wollen wir schauen, ob sie alles brav macht. Sie waren teuer und entsprachen dem Monatsgehalt eines Bankangestellten. Und jetzt kommt er da raus, der Dritte, der verschwunden ist, kommt aus dem Würfel und die vor Schreck gehen sie gerade runter. Das Ende der Industrie kam mit dem Ersten Weltkrieg. Neu auf dem Markt erschienen Bahnhofautomaten. Mechanisch kamen keine Neuerungen dazu. Nur der Münzeinwurf. Endlich im 20. Jahrhundert profitierten auch Arbeiterkinder von den Erfindungen früherer Jahrhunderte. Fast an jedem Bahnhof stand einer, bis in die 50er Jahre. Die Musik hörte man nach Plattenspieler, etwa einem Transportablen mit Federantrieb. Und sich bewegende Menschen sah man im Kino. François Junot sammelt mit Leidenschaft Apparaturen, in denen er eine mechanische Erfindung vermutet, die ihm nützen könnte. Denn er ist ständig dabei, seine Automaten zu verbessern. Da wird er etwa fündig beim Nummernstempel, bei Schreibmaschinen und Filmkameras oder bei Spielautomaten. Plötzlich sehe ich in einem alten Instrument, ob von 1900 oder 1950, etwas, das ich für meine Automaten verwenden kann. Für die Fische zum Beispiel fand ich ein Stoppsystem bei einem japanischen Fotokopierer. Mich inspirieren Maschinen, um Künstlerisches zu machen. Pour l'appliquer à quelque chose de, d'artistique, quoi. Automaten vereinen zu jeder Zeit feinmechanisches Können, Entdeckerlust, Spielfreude und Mut zu Neuem. Sie begeistern mit ihrer raffinierten Technik und faszinieren durch ihre Poesie.